Wenn man in einigen Jahren mal zurückschaut auf das, was derzeit aktuell passiert, dann wird man wahrscheinlich diese Zeit, diese Phase als der große Energieschock bezeichnen. Wir haben damals in den 1970er Jahren ja diese Ölkrise gehabt, 1974, im Gefolge praktisch des OPEC-Embargos gegen den Westen. Wir hatten 1979 die Iran-Revolution, auch das wieder mit massiven Auswirkungen damals auf den Ölpreis. Aber jetzt haben wir faktisch den Hauptenergielieferanten der Welt praktisch abgekapselt vom Westen, nämlich Russland. Russland liefert Öl, liefert Gas und liefert vor allem auch Kohle. Und der liefert viele Rohstoffe, auf die wir faktisch angewiesen sind. Aber jetzt ist Russland praktisch abgeschnitten. Wir haben mehr oder weniger fast alle Verbindungen zu Russland abgeschnitten, den Handel abgeschnitten. Und das wird bedeuten, dass dieser Energieschock automatisch zu einer Inflation, zu einer Stagflation führt, also zu einem Stillstand beim Wachstum und dann wir in eine Rezession kippen. Ich sehe nicht, wie das Szenario verhindert werden kann, wenn nicht schnell irgendwie eine Deeskalation im Ukraine-Krieg passiert. Wir werden sehen, aber das ist in jedem Fall das, was derzeit der Fall ist. Dieser Energieschock ist nicht zu überschätzen. Wir sehen hier etwa den Bloomberg Commodity Spot Index mit dem größten Anstieg jetzt in diesem Monat oder in dieser Woche seit September 1974. Da waren viele von Ihnen wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt. Ich schon, aber im Alter von knapp 5 Jahren jetzt analytisch noch an anderen Dingen interessiert, kann man sagen. Aber wir sehen, wie diese Dinge hier praktisch sich entwickeln. Wir hatten 73 das Ölembargo, 79 Iran-Revolution, 1990 den Golfkrieg, auch damals die Ölpreise gestiegen und jetzt eben dieser Energieschock im Jahr 2022. Und dass das alles zu einer Stagflation führt, das dämmert selbst auch den klügsten Köpfen in der EZB etwa. Centeno, der portugiesische Notenbankchef, der sagt hier, dieser Ukraine-Konflikt könnte zu einem Stagflationsszenario führen in der Eurozone. Da hat der Mann aber mal richtig einen rausgehauen. Die Energiepreise sind auf jeden Fall jetzt etwas, ebenso wie die Agrarproduktpreise, also die Agrarrohstoffe, die deutlich gestiegen sind. Das heißt, höhere Inflation für länger. Und heißt weniger Wachstum, wobei von Wachstum dann wahrscheinlich gar nicht mehr gesprochen werden kann. Wir sehen jedenfalls, dass diese Sanktionierung Russlands jetzt immer weitere Kreise zieht. Hier Psaki, die gesagt hat, man werde auch durchaus in der Lage sein oder willens sein, den russischen Öl- und Gassektor zu sanktionieren. Das hatten die Amis ja bisher außen vor gelassen, aber dennoch ist die Lage klar. Wir sind jetzt bei Brent über 118, Gaspreis wieder 10% im Plus, als ich heute Morgen geguckt habe. Und es gibt eben Bedenken, dass hier natürlich das für die globale Wirtschaft ein Riesenproblem ist. Hier sehen wir mal immer die Rezessionen in diesem Chart, die eingetreten sind, immer wenn der Ölpreis auf einem Niveau war wie jetzt. Dann ging es bergab. Hinzu kommt ja, dass wir jetzt diese politische Verunsicherung haben, dass die Lieferengpässe noch dazukommen, der Materialmangel, all diese Geschichten kommen dazu. Und jetzt muss eben schnell eine Lösung im Ukraine-Krieg her, sonst ist eben diese Rezession im Prinzip gar nicht mehr zu verhindern. Ja, es wird praktisch kein russisches Öl mehr gekauft, den Russen wird nichts mehr abgekauft. Und wir sehen auch bei den Kohlepreisen, das wird unterschätzt, wie viel Kohle wir, auch wenn wir aus der Kohle aussteigen, aber wie viel Kohle Europa insgesamt auch aus Russland importiert. Hier sehen wir mal Kohle als das neue Gold in gewisser Weise. Und hier diese Spirale, die sich weiter dreht. Moody's hat jetzt praktisch Russland auf Junk abgestuft, Fitch abgestuft. SWIFT will bei 7 Banken jetzt abcutten. Also es wird hier runtergestuft. Die Russen selber, die verlangen jetzt 30% Kommission für Foreign Currency Purchases. Also wer Fremdwährungen kauft als Russe, der muss dann praktisch schon mal 30% Kommission zahlen in Rubel. Alter Schwede. Und Putin hat offenkundig, wie Inside Paradeplatz aus der Schweiz, die sehr gut vernetzt sind im Bankensektor in Zürich, sagt Putin an die Oligarchen, schafft alle Assets so schnell wie es geht nach Moskau. Also es ist jetzt die Reise nach Jerusalem. Wer ist schneller im Beschlagnahmen oder schneller im Flüchten? Interessant ist, dass ja die Russen
und noch eigentlich keine wirklichen Gegenmaßnahmen ergriffen haben. Also das könnte ja auch noch vor uns liegen. Bisher steigen ja nur die Preise, ohne dass jetzt die Russen zum Beispiel irgendwelche Dinge jetzt uns androhen oder boykottieren oder sanktionieren, beziehungsweise das, was da passiert, das hält sich ja schwerst in Grenzen. Da haben die Russen sicherlich noch viel mehr Potenzial, leider. Aber dennoch, wir sehen, dass natürlich die Auswirkungen auch auf Gas, auf Benzinpreise hier groß sind. Selbst in den USA dürfte jetzt bald die Gallone bei 4 Dollar liegen. Traumhaft günstige Preise aus unserer Sicht hier in Europa, aber vor allem Gas, UK Gas, EU Gas. Dagegen hält sich WTI Crude und das amerikanische Gas, Erdgas, natürlich deutlich geringer. Kommen wir jetzt zu diesem Ukraine-Krieg. Jetzt hat mit Kherson Russland die erste größere Stadt wirklich eingenommen. Kherson, etwa 300.000 Einwohner, östlich von Odessa gelegen, strategisch sehr, sehr wichtig. Das ist also jetzt der erste große Rückschlag dann auch für die Ukraine. Und hier sehen Sie mal eine Karte. Jetzt heißt es, dass eben praktisch die komplette russische Flotte jetzt auf dem Weg nach Odessa ist. Odessa, um und bei 1,3 Millionen Einwohner, dürfte also bald jetzt an der Reihe sein. Da ist viel der ukrainischen Marine, das werden harte Gefechte werden. Wenn jetzt nicht schnell eine Lösung gefunden wird, hier sehen wir mal eine Karte. Hier Odessa natürlich auch strategisch extrem wichtig. Und wir sehen Kharkov oben im Nordosten der Ukraine ist unter schwerem Druck. Also das wird jetzt natürlich immer intensiver und ich sehe nicht, wie man sich auf dieser Basis einigen kann. Die Russen werden natürlich jetzt sagen, wir beginnen jetzt erste Städte einzunehmen. Also, oder ist der Selenskyj so verzweifelt, dass er sagt, ja okay, wir haben keine Chance mehr, weil der Westen nicht direkt eingreift, also nicht selber sich an kriegerischen Handlungen beteiligt, weswegen die Ukraine wahrscheinlich keine Chance hat auf Dauer, auch wenn der Schmerz der Russen natürlich von Tag zu Tag größer wird. Aber auch unser Schmerz, meine Damen und Herren, Krisensitzung der EU-Agrarminister zu den Folgen des Ukraine-Krieges, denen geht die Muffe auf deutsch gesagt, weil Weizen, Mais etc., solche Dinge, die sind plötzlich nicht mehr so üppig vorhanden, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil eben Russland und die Ukraine so bedeutsame Lieferanten sind. Maispreis und Ukraine-Krieg, kein Tierfutter mehr für Europa, titelt die Agrar heute und die steckte tief drin. Hier unten sehen wir mal, wie die Preise explodieren in so vielen Bereichen. Wir sehen, dass der Euro unter Druck kommt. Die Welt ahnt, dass Europa hier sozusagen das schwächste Glied in der Kette ist, global gesehen. Also die Amerikaner, die sind weit weg, während auch die Asiaten weit weg sind. Wir sitzen sozusagen direkt vor dem Krieg und erleiden jetzt diesen Energieschock. Ich hatte gestern schon gezeigt, dass es so teuer ist wie noch nie, sich gegen einen weiteren Abverkauf des Euro zu hedgen. Die Aktienmärkte aber sind entspannt. Ich habe immer wieder große Bewunderung, wie diese Märkte in der Lage sind, entgegen der Faktenlage zu agieren. Aber gut, vielleicht sehe ich die Faktenlage anders oder falsch oder interpretiere sie falsch. Jedenfalls hier ein angelsächsischer Kommentator. Herrlich mit dieser Ironie, wenn man sich die Aktien ansieht, wird deutlich, dass die ewigen Megabullen der letzten zwei Jahre weiterhin ein Nachhutgefecht führen, indem sie ihr früheres erfolgreiches Buy-the-Dip-Drehbuch anwenden und sich weigern zu akzeptieren, dass die Keksdose der Zentralbanken fast leer ist und die Ukraine-Russland-Krise alles verändert hat. In Anbetracht dessen herrscht derzeit ein massives FOMO der Ukraine-Phase. Beim ersten Anzeichen einer Lösung stürzen sich die Anleger in Aktien. Und gestern war dieses Stichwort ein weiteres Treffen, das anschließend heute von ukrainischen und russischen Beamten abgehalten werden soll. Ja, das ist das, was natürlich die Märkte unterstützt. Keine Frage. Aber wie soll es da zu einer Lösung kommen? Ich sehe es persönlich noch nicht, aber wie gesagt, man hat schon Pferde kotzen sehen in dieser ganzen Story. Aber die Aktienmärkte natürlich auch gut gelaunt, weil Paul zwar gestern komplett bei seiner hawkischen Wende geblieben ist, die Zinswende weiter komplett durchziehen will, aber das ist so bei den Amerikanern, die sind jetzt froh, dass der Paul gesagt hat, also 0,5% ist eigentlich vom Tisch. Das war das, was die Aktienmärkte aus irgendwelchen Gründen gefürchtet hatten, dass sozusagen der erste Schritt gleich ein 0,5er Schritt ist. Und er hat natürlich auch diese Ukraine-Geschichte als potenziellen Fettput ins Spiel gebracht. Mal gucken, wie sich die Lage entwickelt. Wir wollen so weitermachen, aber wenn die Dinge völlig aus dem Ruder laufen, dann besteht eben die Chance, denken sich die Bullen, dass die Fed umsteuert. Aber wie soll sie das tun, wenn die Inflation so derartig explodiert? Hier sehen wir auch mal, dass eben die Märkte hier froh sind, dass die Interest Rate Expectations, also die Zinsanhebungserwartungen der Märkte, sind gefallen.
Und dass obwohl die Inflation weiter steigt, das passt halt nicht zusammen und das wird nicht zusammengehen. Dann hat die Notenbank zwei Optionen, entweder laufen lassen, dann verliert sie ihre Glaubwürdigkeit. Dann sagt man, okay, was bist denn du für ein Papphase, das ist egal, was du sagst. Oder man schreitet ein, wird damit die Situation wirtschaftlich natürlich nicht verbessern, aber die Kontrolle behalten vielleicht, ist zumindest ein Versuch wert. Ich würde als Notenbank diesen Versuch wagen, weil sonst ist sowieso alles verloren. Wir sehen auch, und das ist ja der Grund, warum ich dieser Rallye übergeordnet, wir können im kurzen Zeitfenster überall hinlaufen, aber übergeordnet skeptisch gegenüberstehe, weil nämlich auch natürlich die Margen sinken werden für die Unternehmen, besonders in der Eurozone, auch in den USA. Hier sehen wir mal in den USA, da geht der Chicago Einkaufsmanager Index parallel normalerweise zu den Margen der Unternehmen und die Amis haben ja viel weniger Probleme als wir. Wir haben noch viel mehr Probleme, unsere Unternehmen, weil sie viel mehr Handel mit Russland betreiben, wie etwa Siemens, andere, weil dieser ganze Konflikt uns viel direkter betrifft, mit Energiekosten etc. Das heißt, wir werden praktisch eine, wie soll man sagen, eine Gewinnrezession sehen. Das heißt, die Gewinne werden massiv zurückgehen, was dann eben eine Bewertungsfrage auch aufwirft. Also insofern ist eben eine Rezession nicht wirklich gut für die Aktienmärkte. Das war es in den 1970er Jahren auch nicht. Und da kann man sich vielleicht an dieses Skript halten. Die Yield Curve, die fällt weiter. Die Zinskurve, das zeigt schon, wo der Hase hinläuft. Wir gehen also auf eine Invertierung der Zinskurve zu. Mithin also praktisch auf eine Rezession. Citi hat jetzt gesagt, ja guckst du, dadurch, dass jetzt die Realrenditen weniger negativ werden, weil die anderen Renditen eben jetzt runtergekommen sind im Gefolge der Flucht in den sicheren Hafen. Deswegen ist das gut, wenn man, deswegen hat jetzt die Citi US-Equities, also US-Aktien und den globalen Technologiesektor nach oben gestuft. Aber schauen wir uns mal an, die Nasdaq 100. Mit einem sogenannten Death Cross, also praktisch, es kreuzte der 50er-Tagesdurchschnitt, den 200-Tagesdurchschnitt von oben kommend, nennt man Death Cross oder Todeskreuz. Funktioniert manchmal, funktioniert nicht immer, also das ist jetzt zwei widerstreitende Sichten. Die einen sagen, Tech-Sektor aufgestuft, hier sagt die Charttechnik abgestuft, suchen Sie sich das aus, was Sie haben wollen. Es bestätigt sich inzwischen das, was ohnehin zu vermuten war, dass China informiert war von diesem Angriff auf die Ukraine und gebeten hat, oh, macht es doch bitte nach den Olympischen Spielen, hat man sich denken können, ist jetzt durch einen Bericht der New York Times, die sich auf westliche Geheimdienste berufen, scheinbar bestätigt. Und abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen, kein Ende der Inflation in Sicht. Was heißt das für den deutschen Aktienindex? In welcher Lage sind die Notenbanken? Wie wird der DAX sich weiterentwickeln und die Unternehmen, die darin enthalten sind? Und einmal Einblicke, wie die Lage ist mit dem russischen Öl. Keine Käufer finden sich mehr. Auch das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Und jetzt, trotz des massiven Energieschocks, den wir derzeit erleben, wünsche ich einen vergleichsweise schockfreien Tag und sage Servus und Ciao.